Ach genau! Dicke Schabracke ist eben etwas eingefallen. Der Bürgermeister hat gesagt, ich gehe nach Panionstadt, um für die Rattenbiester zu bekämpfen. Wenn ihr dort ohnehin auf Jagd geht, könnt ihr vielleicht nachsehen, ob sich unter den Dingen, die die Aupira-Sucher oder Aupira-Bündner bei sich haben, vielleicht Gewürze befinden. Die fehlen uns nämlich. Und ratet mal, wer sie gestohlen hat. Dicke Schabracke belohnt euch auch. Okay. Und davon ein kleines süßes Mädchen. Der Name Dicke Schabracke. Besser als Tantchen, ey. Wer kommt auf den Namen Tantchen? Die Herstellung von Tantchen Dingen... geht ja noch. Naja. Die Herstellung von Dingen beginnt mit einer Verarbeitung von Materialien. Oft können die gesammelten Materialien noch nicht direkt verarbeitet werden. Lasst mich euch erklären, wie man Hackfleisch zu einer Hackfleischplatte... Ach, das ist wieder genau dasselbe wie sonst auch immer. Jetzt muss ich wahrscheinlich an den Kochtopf hier rangehen und dann muss ich... stopp, Moment, ich brauche ja erst das Hackfleisch von der Dame. Gib mir mal ein bisschen Hack, Alter. So. Starten. Flup, so kocht man übrigens. Übrigens, wenn du Quests besonders schnell erledigst, bekommst du die Null-Problemo-Abbedingung. Das ist ziemlich geil. So, das kann man ja alles schon. Das ist dann so ein Bonus, gibt glaube ich Bonuserfahrung. Jungsbund! Ja, ihr! Könnt ihr einem alten Mann helfen? Früher war ich ein Zimmermann und ich hatte einen sehr guten Freund, der ebenfalls Handwerker war. Der aber leider bei einem Unfall starb. Das war schon sehr traurig, scheiße, ne? Einst hat er mir eine handgeschnitzte Statue gemacht, die mir kürzlich von einer großen und fetten Ratte gestohlen wurde. Ich glaube, er meint die Tante Samantha, die da vor der Tür steht. Holt sie mir bitte zurück, das ist die einzigste Erinnerung, die ich an meinen Freund habe. Und ich ertrage es nicht, dass sie von einem der Biester zernagt wird. So wie die alte Tante aussieht, kann ich mir vorstellen, dass sie das zernagt. So. Meisterschreiner. Ach siehst du, das habe ich gar nicht gemacht beim letzten Mal. So, das kennen wir ja alle schon. Das ist genau dasselbe Text wie bei allen auch. Dann gehen wir zum zum Schreiner. Siehst du, dass man schreinern kann? Habe ich gar nicht gemacht. So. So. Ah, okay, die Stöcker, die wir sammeln, die können wir auch hier anscheinend verwenden. Diese Stöcker, die du sammeln kannst, die kannst du zum Schreinern verwenden. Gut, dann haben wir die Quests hier alle erledigt. Ich habe auch... Oh, endlich fertig mit Vorlesen, ey. Boah, manchmal schreckt das schon an. So, wo bist denn du gerade? Ich? Absolut nicht in meiner Nähe. Hä, wo bist denn du hin? Bist du überhaupt noch in meiner Gruppe drinne? Na, ich bin gerade rausgeflogen aus dem Spiel, deswegen muss ich jetzt hier erstmal. Ach so. Oh ja, noch eins. Rotes Urschattenfestes. Danke, dass ihr dieses Jahr am Urschattenfest von Vingiana teilnehmt. Das jährliche Fest findet am schönen Kriegsturmsee statt. Auch wenn ihr nicht vorhabt, an der Flaggeneroberung teilzunehmen, könnt ihr trotzdem die Landschaft des Kriegsturmsees genießen. Fahrt mit unserer gescharten Pferdekutsche oder dem Luftschiff, wir werden euch... Ich glaube, wir gleich was trinken wollen. Wir werden euch direkt zu der Kriegsdornsee bringen. Ihr werdet sehen, dass sich diese Reise lohnt, sobald ihr die kühle Brise in eurem Gesicht und die Macht des Kriegsdorns spürt. Alles klar, Dankeschön. Oh, ich bin mal gleich wieder da, meine lieben Zuschauer. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken und der Wolke unterhält euch so lange. Dein Part, Wolke. Was soll ich sagen? Klingt schon sehr professionell, was du tust. Bis gleich. So, Rote Urschattenfest hat Frank ja gerade vorgelesen oder Nevergest. Nehme ich auch mal an. Hier sehen wir ihn auch. Ah, hier. So. Ah, ich will ja irgendwelche Sachen finden und Leute killen. Überhaupt keine Ahnung. Aber, ja. Ja, so ein bisschen überschwert, wie ich es finde. Ich muss sagen, ich echt geil bis jetzt. Ich weiß, wer von den Zuschauern etwas kennt wie Metin 2 etc. Das habe ich früher auch mal ganz gerne gespielt, doch da habe ich recht schnell verloren, weil ich alleine gespielt habe. Und ja, wenn jetzt so ein Spieler von zwei spielen kann, ist das auf jeden Fall wesentlich mehr Laune
weil man A, die Gegner schneller killen kann, man kann sich früher auch an größere Gegner rintrauen. Und an sich ist das Spiel auch so aufgebaut, dass die Quests nicht wirklich langweilig sind, nicht wirklich langweilig werden. Sag ich mal so. Bis mindestens. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ändert sich nicht noch. Ja, dadurch, da war ich ja sehr schön unterhalten. Dann gehe ich jetzt mal los. Ah, cool, ich habe schon meine neuesten Waffen bekommen. Pandons Einhandschwert und ein Schild von Panion. Cool. Boah, sieht sogar richtig edel aus für so eine Frau. Ja, okay, dann ich wollte Wolke erst ausreden lassen, bevor ich diesen Megatext hier beginne. Da kann der Wolke vielleicht zuhören, dann weiß er auch, was, um was es in dem Drachengehege geht. Also, Gehegeverwalter. Die Leute der Ladies Academy haben ewig geforscht und sind zum Ergebnis gekommen, dass besonders gute Fürsorge bei Drachen Veränderungen hervorruft. Sie werden zum Beispiel besser darin, Material zu sammeln und entwickeln eine bessere Abwehr. Außerdem verändert sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Die Ladies Akademie hat inzwischen bestätigt, dass Drachen, die von Osira gepflegt werden, Trainingseffekte erhalten. Moment. Oh, scrollen ist so hässlich, da weißt du mal nie, wo du warst. Ja? Ah, okay. Da ihnen immer wieder Drachen geschickt werden, haben sie beschlossen, diese Neuerung bekannt zu geben. Und damit sie auch weiterhin Drachen studieren können, ist die Ladies Akademie natürlich immer noch auf der Suche nach geeigneten Exemplaren. Sie haben außerdem die Belohnung für Drachen angepasst. Je höher das Trainingslevel des Drachen ist, den ihr zum Studium schickt, desto besser werden die Belohnungen sein. Ah, das ist ja nice. Welche Trainingseffekte gibt es? Die Buffs, die ihr verschiedenen Trainingseffekten haben, lauten wie folgt. Level 30 und höher erhöht bei allen Drachen die Laufgeschwindigkeit um 10%. Level 50 erhöht die maximale HP für 10%. Effekt gilt bei normalen Schlachten und beim Drachenarena. Level 60 und höher, Laufgeschwindigkeit erhöht sich um 10%, Schwimmgeschwindigkeit um 15%, Fluggeschwindigkeit um 8% oder Gleitgeschwindigkeit um 8%. Erhöht nur die Geschwindigkeit der besten Fortbewegungsart des jeweiligen Drachen. Wenn der Drache fliegen oder gleiten kann, erhöht sich die Fluggeschwindigkeit und Gleitgeschwindigkeit. Wenn der Drache gleiten oder nicht fliegen kann, erhöht sich die Gleitgeschwindigkeit. Wenn der Drache bla 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 bla. Okay, hier geht's weiter. Level 70 oder höher erhöht Kampfskill XP und Drachenvorgang Skillausbildung im Nest um 20%. Level 80 oder höher Vorgangsproduktion erhöht sich um 20%. Level 90 oder höher, wenn ein Drache beschworen wird, erhöht sich seine Existenzzeit um 20%. Level 10 reduziert den Schaden durch Monster um 20%. Effekt gibt bei normalen Schlachten und in der Drachenarena. Nicht Level 10, sondern Level 100. Habe ich falsch gelesen gerade. Zum Drachennest. So, dann gebe ich jetzt einfach mal unseren kleinen Reitdrachen ab. So. Oh. Okay. Hier sind jetzt die Zauber. Ich klicke hier, um den Vorgang für den Drachen zu starten. Spezialvorgang, Skillausbildung, Erze sammeln, Kräuter sammeln, Holz sammeln, Leder sammeln, Stoffe sammeln, Jagd. Das kann man also mit dem Drachen machen. Es gibt 60 Trainingserfahrungen. Wir können auch die Zeit einstellen. Eine Stunde, 5 Stunden. Ach, das kostet Geld. Ach so. Eine Stunde kostet 250 Gold. 5 Stunden 1250. Und alles, was darauf kommt, kostet Diamanten. Drachentraining 1. Okay, das ist das, was wir machen können. Ja, dann lasse ich jetzt meinen Drachen einfach mal eine Stunde sammeln. Spezialvorgang. Ich will eigentlich, dass er mir ein paar Erze sammelt. Ja. Vorgangsbelohnung. Drachenwaren, unbekanntes Erz, Trainingserfahrung. Ja, ich nehme mal die Erfahrung. Und Vorgangskosten. So. Macht er jetzt was? Okay, jetzt hat er angefangen. Okay. Ich habe jetzt einmal einen Drachen losgeschickt und der ist jetzt in der Dings und macht für eine Stunde was. Sammelt ihr Sachen oder was? Erze sammelt er mir gerade, ja. Mhm. Ja, dann werde ich das auch mal machen. Ich habe hier auch einen Rüstungsteil für meinen Drachen gefunden. Er fordert Level 11. Level 11 von meinem Drachen oder Level 11 von mir? Hm. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus.
So, ich soll jetzt irgendwelche Parasitenkäfer hier auslöschen und dann fange ich gleich mal an. Okay, also ein wesentlich besseres Teil gefunden. Sehr schön. Moment, oder? Nee. Ach, ich soll die Bürgerleichen anzünden, ach so. Ja, das finde ich echt ein bisschen makaber. Ist gar nicht besser. Deutsch hat mich ausgedrückt. Wieso makaber? Das sind ja, die haben ja Pest, die Leichen, deswegen musst du die verbrennen. Nein, also an sich, dass du da nämlich einfach hingehst und dich kurz hinhockst, diese komischen Typ, die da mitten auf der Straße verteilt sind, einfach mal so anzünden kann. Ja, das ist ja, ich finde das jetzt nicht makaber. Es muss halt gemacht werden, ne? Ja, aber so an sich. Ach, das ist der Wolke. Was wollte ich machen? Tötet Dulado Driller. Ja, das ist so eine Bossratte hier. Dulado Driller. Lono Pulse, okay. Okay. Die sind hier oben. Ullala. Weißt du, wollen wir diesen Boss zusammen killen oder? Können wir gerne machen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest schon habe. Hast du schon eine neue Quest angenommen dafür oder wie? Nee, das war jetzt. Ah, ich habe ihn auch schon, der steht genau vor mir. Ja, dann komm mal her. Ja, ich bin ja auch hier. Ich bin rechts neben dir. Und keine Ahnung, was ich jetzt angreife, aber irgendwas stirbt schon. Patrouillen. Willst du den? Also mir bringt da nichts. Ich schau mal kurz, ob er mir was bringt. C. Also meiner ist das besser. Wo hab ich denn jetzt hin? Hä? Ich hab den nicht. Ich weiß. Hä? Hast du denn jetzt? Also ich hab nicht. Mir ist jetzt hier an den Balken abgelaufen. Nerymare hat Patrouillen. Nerymare hat Patrouillen-Ohrring erhalten. Du hast jetzt bekommen. Okay, ich hab nicht immer wenn diese Leiste da. Hä, wenn die Leiste abläuft, dann kriegt den Orden. Ach, ich versteh's. Naja, egal. So. Am besten wir lassen die Leiste einfach ablaufen, oder? Dann kriegt ihn irgendwer. Ich weiß nicht, wonach das geht, ob das irgendwer bekommt oder derjenige, der sonst der letztendlich gekillt hat oder ich hab keine Ahnung. Also ich glaube, ich schicke meinen Drachen gleich mal Felsen oder so. Das brauche ich für die Schmiedekunst oder habe ich was für die Schmiedekunst gleich erhalten, Fels? Ja, du kriegst, du kannst, wenn du diese Kunst machst, dann kannst du noch mal hingehen und dann gibt er dir das Material für den ersten Versuch. Ach so, ach ne, dann. So. Ich hack grad mal ein bisschen Holz. Find's auch geil, wie die einmal meine Hacke dabei hat, ohne dass eigentlich, die hat es jetzt sicher nie gekauft. Ne, die hat einmal eine Hacke dabei, die hat eine Spitzhacke dabei, die hat alles dabei. Einfach von Kind auf in die Wiege mitgelegt. So. Das so. Hat mir jetzt gebracht. Naja, egal. Don't know. Ich habe hier noch einen Boss gefunden. Den kenne ich auch schon. Ich bin aber irgendwie falsch gelaufen. Hey.
Ah ne, das ist nochmal der Dorado Triller. Ich helfe mal dem einen Typen, der den gerade besiegen will. Kann ja hilflich sein. So, okay, was? M? Oh, tut mir nichts. Okay, nein, das ist ja cool. Sonnenschnabel, Austria, Plünderer Käfer. Was bringen wir denn Gefährten Insignien? Was für Insignien? Gefährten Insignien. Keine Ahnung, noch nie gehört. Ja, das, Meister für Kulinarisches, aha. Also hier hinten kommen auch komische Frösche und sowas, wenn du dann was bedarfst. Für ein Hungertuch. Ich hab ja noch nie gesehen, dass unsere Typen irgendwie Hunger haben. Hunger? Was ist ein Hunger? Ich hab keine Ahnung. Die gelbe Anzeige vielleicht oder so? Na, wegen der Köchin hier. Ja, man kann was essen, um sein Leben, glaube ich, wieder aufzufüllen. Momentan haben wir das Problem ja noch nicht, weil wir momentan ein recht leichtes Level haben, aber zum Beispiel, wenn wir nachher gegen den Drachen kämpfen, dann sollte es vielleicht ganz intelligent sein. Ach, Duftmagensteine brauchte ich hier, genau. Dann sollte es vielleicht ganz intelligent sein, sich ein paar Tränke einzupacken, weil der haut echt zu. Ich weiß nicht, ob die sofort heilen oder... Alle Quest. Was? Hast du alle Quests von das Event angenommen? Ja, ich habe alle Quests angenommen. Die gehen ziemlich schnell, die habe ich auf meinem anderen Account innerhalb von einer Stunde oder so habe ich die alle gelöst, die ganzen Quests. Innerhalb von einer Stunde? Ja. Na, also alle in der ganzen Gegend meine ich jetzt, komplett alles, was hier in der Gegend so zu finden ist, ein Quest. Ach so. Alter Quest. Sollten ungefähr 20 oder 30 Quests sein. So, ich brauche noch zwei Plündererkäfer, da habe ich es auch schon. Kommt her! Lol. Ich immer über die Käfer drüber springe, ist die harte. Oh, jetzt kommen ganz schön viele. Und ein blinder Käfer noch. Was man hier alles machen kann. Ist echt krass, gell? Ja. Im Haus drinne gibt's ja noch mehr Quests. Ja, ich bin hier gerade bei diesem Schmiede. Und hier oben, wo ich gerade bin, gibt's auch noch Quests. Da musst du so einen Untoten helfen, der gestorben ist. Hallo, ich bin Vindel, die Windreisende. Eigentlich wollte ich hier eine kurze Pause machen. Doch dann habe ich aus dieser Hütte Schreie gehört. Als ich hier hinging, sah ich diese Opuria-Ratte und Kater hier. Ein wirklich seltsamer Anblick. Ein lebender Leichnam, der mich zum Tee einladen wollte und eine Ratte mit betrauter Eintracht. Kater ist allerdings ziemlich schreckhaft. Er weiß, was er schon alles erlebt hat und wie er starb. Würdet ihr mir etwas Mondscheingras und Ostriak-Federöl oder von den Sonnenschnabel Astriaks in der Nähe bringen? Natürlich, machen wir. Möchtet ihr etwas Tee? Ich muss nur eben in die Küche gehen. Bitte setzt euch. Oh nein, bitte lasst euch um mein Aussehen nicht erschrecken. Ich wurde von den Toten wieder erweckt. Huhuhuhu. Moment, nein, das ist auch abschreckend. Nochmal von vorn, ich bin Grabüberkater. Ich war eine ganze Weile lang tot, doch wurde wieder zum Leben erweckt. Naja, Leben ist eigentlich ein ausgesprochen beschönendes Wort. Wie auch immer, würdet ihr einen unfreiwillig Untoten einen Wunsch erfüllen? Ich war einst in der Stadt als Handwerker beschäftigt, und zwar als ausgesprochen guter Handwerker. Also belohnte man mich mit einem kleinen Geschenk. Als ich starb, verlor ich die Kiste an, in die das Geschenk enthielt. Würdet ihr sie mir zurückbringen? Keine Ahnung, wie redet man als Toter? Klang halbwegs gut, oder? Lieber Wolke? Ja, ich hab dir jetzt nur zugehört, weil ich hier rumrenne und versuche, Sachen zu finden. Beachte deine Frau gefälligst besser! Ja, ja. Wo war jetzt hier dieser komische Drachen? So ist er, der Wolke, wenn es um Frauen geht. Horst Lackplatz. Ich hab dir gerade gar nicht zugehört, aber red ruhig nochmal drauf los. So. So, Mondscheingras.
Mondscheingras. Auch hier haben wir noch Mondscheingras. Ostriak Federöl, das heißt, ich darf gleich noch ein paar Ostriaks killen. Und mein Inventar ist voll, wer hätte es gedacht? Wer hätte es erwartet? Ja, so ziemlich jeder. Genau. So. Ah, Leute. Jetzt erst ignorierst du mich komplett und dann legst du auf. Schon klar. Nee, irgendwie ist meine Internetverbindung gerade abgekackt. Weil ich mich frage, warum die ist so nicht auf. So sind sie, die Kerle, so sind sie. Was? Huah! Mich natürlich nicht zu wundern, warum der mir bestimmte Sachen nicht öffnet, wenn ich kein Internet habe. Ja, das ist immer der erste Schritt, bevor du rausfliegst, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert oder wenn du was nicht mehr einsammeln kannst. Ja. So. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht töten müssen, das Vieh, aber egal. Jetzt habe ich ganz viele Duftmagensteine, ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich hab's. Haben es immer gut. Markensteine. Sagte damals schon. Hier markieren. Kannst du dir ins Auto hängen? Schmeckt. Stell mir voll gut vor. Oh, dein Auto riecht so gut. Ja, es ist auch mit Duftmarkenstein ausgehangen. Kannst du dir an den Drachen hängen? Genau. Nee, kannst du an den Drachen hängen. Na, komm her. Habe ich schon? Nee. Ach, da ist das Mondgras. Ja, hab gerade gedacht, ich habe meine Mondgras-Quest schon fertig, aber ich habe mich aber nur zur falschen Pflanze umgedreht. So, da habe ich noch eine. Der lädt hier ewig jetzt, endlich. Hä? Ah, jetzt habe ich sie fertig, die Quest, achso. Handgeschnitzte Statue. Gewürze muss ich auch noch sammeln. Da muss ich noch an die Stadt rein, in die Zombie-Stadt. Nebelschweine gibt's auf der Klippe. Da bin ich gerade nicht. Und Kapokwolle gibt's auch auf der Klippe. Das heißt, da muss ich nachher nochmal hin. Okay, gut. So. Nicht du? Du. Ihr habt ein sehr gutes Herz und wir haben Glück, eure Hilfe zu erhalten. Ich werde den speziellen Weihrauch vorbereiten, der die Nerven beruhigt. Okay. Ja, jetzt müssen wir noch die Kiste vom Grab, die Kiste vom Grabkrüter. Kennt ihr den Grabkrüter? Finden. Oh, jetzt sind ein paar Viecher, das geht gar nicht. Ach ne, warte mal, sind das nicht die Schafe? Genau, das sind die Schafe. Cool. Da hab ich ja Glück gehabt. Woo! Aua. Das Schaf hat mich umgeboxt. Vom Schaf umgeboxt, ja, das ist auch geil. Uah. Jawohl, so. Gluck, 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 gluck. So. Und noch eins. Die boxt dich immer kurz bevor du sie killst um. Das ist mega nervig. So, nächstes Quest erfüllt. Die Schafe, gegen die du kämpfen musst. Jetzt habe ich ein neues... Ah, ich habe meinen Schlitzen bekommen endlich. Sehr schön. Hau ich mal auf die 5. Irgendwas fehlt, irgendwas anderes habe ich noch gehabt. Heilen, stimmt, wo ist mein Heilen? Ich hatte, konnte andere Drache nur. Keine Ahnung, naja. Oder war sogar ein Drachensplitter dabei? Okay. Und da habe ich auch die Kiste gefunden, sehr schön. Stimmt, die stand an dieser Ruine hier. Carters kleine Kiste. Stirb, 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 stirb. Danke schön.
So, dann gehen wir zurück zur einsamen Hütte. Machst du eigentlich gerade so? So, ich habe jetzt ein Drachen dahin geschickt für 5 Stunden Skilltraining. Echt? So viel Geld gibt's dafür aus? Das bringt auf jeden Fall was. Boah, was genau es bringt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt erstmal nur eine Stunde gemacht, weil... Den Drachen, den ich gerade reingetan habe, der macht dann Wiederbelebung für 300 noch was EP. Und ich habe jetzt für 5 Stunden, das heißt 2200 Erfahrung, gibt's dann noch diesen Skill irgendwie. Oder so habe ich das verstanden. Das heißt, er ist dann nicht Level 1, sondern schon Level 2, glaube ich. Müsste dann sein. Weil für Level 1 brauche ich jetzt 800. Und das hätte ich mit einmal nicht erreicht. Huh, okay. Deswegen. Ja, okay. Grabhyperkater. Oh, vielen, vielen Dank. Das ist die Kiste. Ich habe viele Schätze darin aufbewahrt, die dieses Blumengemälde, das ich von den Zwillingen bekommen habe, weil ich der Familie Eden geholfen habe, ihr Haus zu streichen. Diese Glaspuppe hier bekam ich als Dank dafür, dass ich die Alydas-Kinder aufgepasst habe. Und dieses Arbeitsmesser habe ich vom alten Tom. Ich bin froh, dass ich euch auf ein... Was? Dass euch mein Aussehen nicht verjagt hat. Danke. Wie ich wieder zum Leben erweckt wurde? Ich weiß es nicht. Fragt die Opiererratte hier neben mir. Er wird es wissen. Ja, das war die Geisterstimme von mir. Opiererratte. Boom, boom, tut das schrecklich leid. Boom hat es nicht absichtlich getan. Apu, Boom hat glitschige Finger und dadurch versehentlich den Trank verschüttet. Apu. Und dann ist der Mensch erwacht. Boom hat es wirklich nicht absichtlich getan. Boom hat aber nicht alles verschüttet, Apu. Hier in der Nähe soll es noch ein Rest davon liegen. Seht euch südöstlich von hier um. Und in der Nähe des offenen Grabes. Apu, Apu. Okay. Whee! Nähe des östlichen Grabes. Hab's gefunden. Hier irgendwo soll... Aua, ich sterbe. Okay, wie liegt das hier bei mir gerade mega rum? Ach, der Wolke mit seinen Problemen. Ah, jetzt das Elixier. Wo hast du die handgeschnitzte Statue her? Das habe ich auch noch nicht. Die habe ich irgendwann durch Zufall gehabt. So, und jetzt tue ich einfach mal den Typen killen. So, auf mein Drache. Was, Hilfe? Oh, was ist das für ein geiler roter Drache hier, ey? Ach Quatsch, hier muss ich gar nicht hin. Ich muss hier her. Boah, das... Und mit dem Drachen ins Haus fliegen. Next. So. Ach so. Mein Inventar ist wahrscheinlich schon wieder voll. Na genau, da hab ich's. Mann, ist das scheiße. Das Warum leckt das bei dir? Boom hat Böses getan, aber er wusste es nicht besser. Ich erinnere mich an eine bestimmte Salbe, mit der ich eine zittrige Hände mit der ich seine zittrigen Hände behandelt kann. Doch die Materialien sind etwas verstörend. Als Basis dient Augapfelgelee. Ja, ich weiß. Als ich das erste Mal davon gehört habe, fühlte ich mich genauso. Die Augen, die ich brauche, können von den Griffern südlich des Quake-Teils erbeutet werden. Doch gibt es außerdem noch Honigpalmenblumen. Diese Pflanzenart ist für schwache Hände sehr gut. Bitte sammelt ein paar davon und ich werde hier indes andere Materialien vorbereiten. Mach mal natürlich. Ich bin mal ganz kurz weg, ich versuche mal was. Okay, bis gleich. Und wir erkunden derzeit mal diesen roten Drachen hier, den möchte ich mich gerne mal anschauen. Das sieht schon geil aus, ne? Also so ein Drachen später mal. Warum nicht?
So, da unten ist die Hütte, das heißt, wir müssen hier hoch, genau. Hui! So, ist nur eine kleine Mühle, aber es ist eine hübsche kleine Stadt. Da wollte ich wahrscheinlich gerade sein Internet mal neu machen. So. Hä, haben wir den nicht gerade da hinten gesehen oder ist das schon ein anderer? Ach Quatsch, hier ist ja. Hier muss ich hin. Genau, hier. Habe ich kurz mal schon getrunken. So. Großartig, ich wusste doch, ihr würdet das meistern. Ihr seid Usira, nicht wahr? Hier, bitte, nehmt meine Belohnung. Dankeschön. Ich weiß, ihr habt schon viel für uns getan, aber vielleicht könntet ihr noch etwas erübrigen. Grabräuber Zakharash ist laut meinem Ehemann der Anführer der Apyria-Grabräuber. Wenn ihr ihn besiegt, wenn ihr ihn beseitigt, wird es sicherlich Aufregung in den Reihen des Apyria-Volks geben. Das könnte einen entscheidenden taktischen Vorteil bei uns bringen. Würdet ihr das tun? Habe ich ja eigentlich schon getan, aber okay. Vielen Dank dafür. Vergesst nicht eure Belohnung. Ach übrigens, mein Bruder Groggy sucht noch immer Leute, die gegen die Apurias helfen. Wenn ihr noch etwas mehr verdienen wollt, dann geht zu ihm. Mache ich, alles klar. Ihr seid wahrlich Usira. Ihr konntet das Apuria-Angreifer und die Apuria-Kräberratten geschwind beseitigen. Wenn ich bloß nur anständigere Waffen bei mir getragen hätte, hätte ich gerne bei der Tötung dieser Biester dabei geholfen. Ja. Level 14. Ihr hattet kaum Schwierigkeiten mit diesen Ratten, nicht wahr? Das könnt ihr gleich noch etwas für uns tun. Sucht Dulaldo Trillerheim und beseitigt ihn, gehorcht die Apuria-Angreifer. Und wenn ihr ihn als denn er ist ihr Kommandant, bla bla bla. Wenn ihr ihn für uns beseitigen würdet, würde das gleich mehrere Probleme auf einmal lösen. Er hält sich für gewöhnlich in den naheliegenden Ruinen auf. Ich verlasse mich auf euch. Na klar. Da unten haben wir noch einen Quest erledigt und da haben wir noch einen Quest. Meister Alchemist. Ach hier. Wir haben noch gar keine Alchemie studiert, das kennen wir ja alles, deswegen lese ich nochmal alles vor. So, nein, nochmal. Ach ja, ich will den Alchemisten anquatschen. So, schenkt mir ein paar von euren Zutaten. So, haben wir die Zutaten. Und dann starten wir hier die Alchemie-Suche. Man kann sogar mit Hackfleisch experimentieren. Okay, das wusste ich gar nicht. So. Starten. Ja, da ist jetzt irgendwie unser Hackfleisch zerstört, keine Ahnung. Das kennen wir auch schon alles, deswegen mache ich es auch nicht nochmal. Und hier unten irgendwo. Danke, ihr habt uns in dem Panionhof beschützt. Ihr seid bemerkenswert, Usira, und euer Erfolg ist legendär. Wenn ich euch noch um etwas bitten dürfte. Natürlich. Achso. Ich habe immer noch keinen Platz im Rucksack. Wieder einmal. Wolke, bist wieder da. Wolke? Wolke? Scheint noch nicht ganz da zu sein. Der Frieden, den ihr in Helmholtz wiederhergestellt habt, ist scheinbar nicht von Dauer. Das Rattenvolk, das sich hier in der Gegend breit gemacht hat, beunruhigt die Bewohner des Hofes. Viele sind im Kampf mit den Zombie-Kreaturen gefallen. Und als sich die Ratten einmischten, haben wir es nicht mehr geschafft, alle Toten mit uns zu nehmen, um sie anständig zu begraben. Jetzt wühlen diese respektlosen Biester in den Boden herum und durchsuchen die Leichen unserer gefallenen Leute. Bitte erledigt die Apuria-Grabräuber. Sie sind nichts als Ungeziefer. Natürlich machen wir das. Wolke, bist wieder da? Ja. Ja. Läuft jetzt besser? Ich hoffe. Mal schauen. So, ich bin als Level 14 gekommen. Das heißt, ich könnte theoretisch meine Skills mal noch ein bisschen ausbauen hier. Ja, ich tue mal hier meine... Ich habe ungefähr 10 Quests oder so offen jetzt. Ah, ich muss auch Apuria-Grabräuber töten, 8 Stück jetzt. Ah, okay, das habe ich glaube ich schon. Das sollte ja kein Problem sein bei dem Massen... Ach, guck mal, du bist genau über mir. Ja, ich muss nämlich diese Plünderer killen. Ah, die habe ich schon gemacht. So.
Und dann muss ich den Boss besiegen von den Apurias. Hast du den schon gemacht? Nee. Na, dann warte ich mit der Quest auf dich, dann machen wir das zusammen. So, ich habe 4 von 8 Apuria-Grabräubern. Huah, komm her. Ich hole mir mal alle 8, 4 auf einmal. Komm her. Oh, ich hole mir gleich 6. Komm her. Ja, jetzt will ich mal gucken, ob ich das schaffe. Wuhu! Bam, bam. Stirbt, 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 stirbt. Boah, 6 Apuria-Grabräuberblatt gemacht. Hier. Und noch so einen komischen Käfer. Sehr schön. Die Gebäude kann ich leider nicht mitnehmen. Okay. Tötet Turaido Driller, tötet Grabräuber Zakasha. Ich habe gleich 2 Bosse, die ich töten muss. Honigblumen-Quest habe ich noch. Unglück um Unglück. Jetzt muss ich diese handgeschützte Statue noch finden. Keine Ahnung, wo die ist. Einfache Beschwörungskugel, was ist das denn? Erhöhe die Erfolgsrate bei der Ausfall. Ja, in die Zombie-Stadt würde ich sagen, gehe ich mit dir zusammen dann. Die hier gleich in der Gegend ist. Ja. Bam! Tötet gerade Räuber Zakaska. Nebenschein. Ne? Hab ich jetzt die? So. Na gut. Also sie wird mich nicht angezeigt. Was? Kapkobolde, wo soll ich denn den finden? Das Kapkobolde? Was du für komische Quests? Kapkobolde. Ach so, Kakobolde, ja, die habe ich hier. Nee. Ich bin gerade an der Kapkobherbe, ich kann dir, wenn du möchtest, 5 Stück schenken. Du hast ja gesagt, du weißt, wie man das tauschen kann. Also wenn du willst, ja, ich mach... Hast du noch welche übrig oder was? Nö, ich steh gerade in der Herde, ich mach grad ein paar tot für dich. Gehen ziemlich schnell. Ich hab schon 3. Sonnenschnabel aus Rix. Was? Rucksack ist voll? Sumpfland rechts. Noch zwingen. Verbindung gescheitert. Ihr könnt keine Verbindung eingehen, wenn das Ziel kein Drache ist. Hm. Du bist Hölle und bleibst ein Perverser. Kollegen? Was ihr denn? Ich suche gerade... Ach, da ist das letzte Schaf. So, ich hab dann gleich 5-mal Wolle für dich. Es sei denn, natürlich, das Schaf lässt sich nicht plündern, dann habe ich keine 5 Wolle für dich. So. Hey, sie lassen sich... Die lassen sich alle nicht plündern. Du meinst, bevor du deiner Frau das Inventar blank ziehst? Irgendwie sowas, genau. Irgendwie sowas. Okay, Grabräuber Zengin und Dorado Kino. Deswegen. Ist ja eigentlich scheißegal, bei welchem Händler ich das verkaufe, oder? Ja, ich hab da kein. Es gibt bestimmt so Unterschiede, dass du bei dem einen mehr Geld kriegst, aber ich hab noch keinen festgestellt. Hier hinten habe ich übrigens meine Drachen her, gell, in der Gegend, wo wir gerade sind. Hier auf dem Hügel stehen nämlich die Drachen, die... Ja, ich hab sie. Hab sie schon gesehen. Ich hab hier ein Einhandschwert, aber es ist schlechter als das, was du konntest. Diamantenmuster Zweischwert. Alter, was ist das denn? Intakte Skulptur. Schauen wir gleich mal an, was das sein soll. Hast du grobes Leder, Grobstoff und so, hast du das Zeug behalten? Ich hab's verkauft, glaube ich, dann. Nee, das hab ich behalten. Na gut, ich hab's jetzt verkauft.
Ach so. Ja, ich komme an die Stadt gerade mal reingeflogen. Ich muss mal ein bisschen Inventarplatz frei machen und dann kann ich mir auch mein Zweihandschwert, mein neues holen, und zwar ein diamantbesetztes Schwert. Übelst geil. Not bad. Hat gerade der eine Drache fallen lassen. Ich habe gerade einen Drachen gekillt, ja. Du hast keinen Platz im Rucksack. Oh, Leute. Warte mal, Asperg, ich kann doch Schreiner. Ich kann doch Schreiner. Ja, was denn? Ich kann auch ein Schild tragen. Ja, ich weiß. Jeder... Hä? Was, nee, was? Du kannst ein Schild tragen? Ja, pass auf, ich habe jetzt eine Schussklinge. Okay. Hier, guck dir das... Komm mal kurz her, wo bist du? Ich bin gerade in der Schreinerei und tu mir gerade... Das sieht ja mal mega geil aus. Das ist eine Axt mit einer Pistole drin. Macht ungefähr so viel Schaden wie mein eigentlicher Bogen. Das einzige... Also die scheint schneller zu schießen. Aber was ich nicht ganz verstehe, ich habe jetzt... 5 Wasserweidenleiste. Wasserweidenleiste, ja. Aber was soll ich damit anfangen? Na, mit der kannst du halt eben, was du gelernt hast. Was ich gelernt habe, was... Die kannst, na, die kannst halt dafür verwenden, um Sachen herzustellen. Dann. Ja, was kann ich damit herstellen? Das ist die Frage halt. Ich kann nichts herstellen damit, das ist ja das Lustige daran. Na klar, dafür waren doch diese Typen, die du vorhin angequatscht hast. Ja, du tust aus dem Wasserweiden Stock, tust den Wasserweiden Zweig herstellen oder umgedreht. Und da, was machst du da mit dem Ding? Dir einen Arsch schieben oder was? Jetzt mal ganz doof gesagt. Nein. Ja, da bist du jetzt auch überfragt. Ich weiß doch nicht mehr genau, was er gesagt hat. Du musst dir doch mal die Texte, du hast die doch den Zuschauern vorgelesen. Warum weißt du das denn selber nicht mehr? Ja, der hat dir ja nur erzählt, dass du damit was craften kannst, hat aber nicht gesagt, was du damit machen sollst. Der hat ja nicht gesagt, also den Wasserweiden sollst, den nimmst du dann, um das und das zu craften. Oh, sieht das geil aus. Bitte lass es das Stärkste sein. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob mir das Schild wirklich was bringt, weil ich habe nie eine Anzeige geblockt oder so, aber an sich. Ich habe jetzt mein Schild verkauft wieder, ich habe jetzt wieder eine Einhandwaffe. Ne, wenn du eine Einhandwaffe hast, dann kannst du... Zweihandwaffe meine ich. Widersprich mir nicht! Und ich weiß auch nicht, ob ich mit der Axt hier Nahkampfangriff durchführe. Auf jeden Fall schießt sie schneller als mein Bogen. Und macht mehr magischen Schaden. Ich habe jetzt 11 Kapokwolle noch für dich. Achso, ja, ich sammle jetzt selber gerade. Oh, dann tue ich es verkaufen. Sonst renne ich hier sinnlos mit dem Zeug durch die Gegend. Genauso wie die Duftmagensteine. Ne, die müsste ich ja eigentlich. Ach klar, ich habe die ganzen blauen Quests noch gar nicht abgegeben. Stimmt, habe ich auch noch übelst viele fertig, oder? Ja, erstes Quest. Das habe ich auch noch fertig. Auch noch fertig. Hä? Ah, das kann man so oft machen, wie man möchte, die Quests, okay? Was, die von der Tante oder was? Ja, die kannst du so oft machen, wie du willst. Na toll. Dann breche ich die mal. Sie auch sparen können. Dann breche ich die mal ab. Damit ich nicht zu viele Quests habe. Also die blauen Quests, die sind, okay, blaue Quests sind also immer mehrmals machbar. Rote Quests sind diese Events. Deswegen breche ich das auch mal kurz ab.
Grüne Quest sind normal. Ruhe in Frieden habe ich fertig gemacht. Okay. Das ist hier. Das heißt, das Quest. Aber das konnte ich ja gerade nicht nehmen, weil ich mein Inventar voll war. Genau. Sehr schön. Ach, du musst übrigens deine ganzen Ortswechselpunkte registrieren, gell? Immer wenn du in einem Ort ja, bist. Halt. Jetzt bin ich rausgeflogen hier. Mich würde halt nochmal interessieren, was mir das Schild letztendlich bringt, ob ich... Ja, es gibt doch eine Block... Es gibt doch eine Blockfähigkeit, ja klar. Guck mal unten in der Inventar, da ist eine Blockfähigkeit. Also in deiner Leiste. Und die kannst du mit dem Schild, kannst du halt Schläge blocken. Zum Beispiel Betäubungsschläge, die manche Viecher drauf haben, zum Beispiel diese Ratten. Wenn die sich anfangen zu drehen, dann betäuben die dich und das kannst du damit blocken. Mhm. Muss gleich mal schauen. Oh, Alter, mein neues Schwert, das sieht so aus. Was? Und hast dadurch halt passiv Blockfähigkeit, was weiß ich. Nee, du hast einfach... Also, es gibt dir mehr Rüstung und sowas dazu. Ansonsten aber nur die... Oh, mein neues Schwert sieht so geil aus. Das ist so ein goldenes Schwert mit Diamanten in der Mitte. Passt mega geil zu meinem weiblichen Outfit, ey. Oh, ich bin so froh, dass ich den weiblichen Charakter genommen habe. Du musst dir gleich mal meine Axt anschauen. Das sieht geil aus. Ja, das kann ich tun. So eine Axt mit einem fetten... ja, mit so einer fetten Kanone, sag ich mal, da drinne. Was ist eine Axt mit einer Kanone? Ich weiß, ja. Das nennt sich Schussklinge oder so. An sich macht es den gleichen Schaden wie mein Bogen. Aber sie schießt etwas schneller und hat mehr magischen Angriff. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Nee, Quatsch. Wollte ich gar nicht. Nerima, ihr seid gekommen. Danke für eure Hilfe in Helmort. Ohne euch hätten wir das Dorf kaum eine Chance gehabt. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Brax Küster und ich gehöre zur Schwarznacht. Man könnte sagen, dass wir eine Art Geheimdienst sind. Wir wurden von Saboschka beauftragt, die Herkunft der Zombies neu zu erkunden und ihren Zweck. Da ihr aus demselben Grund hier seid, arbeiten wir am besten zusammen. Nach meiner Beobachtung haben die Apurias die gestohlenen Leichen nach Panionstadt gebracht und die Anzahl der Zombies dort erhöht sich. Ich nehme an, die Apurias verwandeln die Leichen in Zombies. Die Frage ist nur, wie? Sie kennen sich nicht besonders gut mit Magie aus. Das müssen wir also herausfinden. Leider wimmelt es dort nun von natürlich von Apurias und Zombies. Es wird also kein Zuckerschlecken. Ich brauche jemanden, der die Zombies beseitigt, damit ich eine Chance habe, die Schlüsselgebiete der Stadt zu erkunden. Wenn ihr helfen wollt, sprecht mich wieder an. Ja, das kann ich tun. So. Und hier haben wir natürlich Steffen von Dings. Arabia Perron zufolge wurden die Bewohner von Pionhof von demselben Zombies verletzt, die unsere Leute hier in der Stadt. Arapos Onkel, ein kauziger Mann, der sich Einsicht der Korean nennt, hat es allerdings geschafft, eine Mediziner zu stellen, der die Zombiebisse heilt. Dummerweise geht sie nun zur Neige. Wir brauchen neue, aber Conan redet mit niemandem, der nicht Osyra ist, wie er. Würdet ihr vielleicht... er befindet sich in Craigtal. Natürlich. Diese Ratten! Sie haben sich in den Leichen zu schaffen gemacht. Apurias kennen wahrscheinlich keine Ehre und scheinbar auch keinen Ekel. Nerimer, müsst uns einfach helfen. Verbrennt diese Leichen derer, die auf der Flucht vor den Zombies gefallen sind, damit sie nicht plündern oder fressen werden. Von der Bildfläche. Das Apuria-Volk ist nun endgültig zu weit gegangen. Sie haben sich den Panion eingenistet und unterstützen die Sex. Verdammte Kriecher. Beseitigt jeden Apuria, den ihr dort finden könnt. Er ist mir völlig gleich welche. Erleichtert uns von ihrer Existenz. Eure Ziele sind Apuria-Plünderer, Apuria-Sucher und Apuria-Zerstörer. Und das letzte. Nerimer. Die Schwarznacht braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Wir würden es natürlich nicht zugeben.
Bitte helft ihr nun damit uns, indem ihr unser schönes Panium von den Untoten befreit. Beseitigt ein paar von ihnen, um Verwirrung in ihren Reihen zu stiften. Es ist egal, ob es ein untoter Dorfbewohner oder ein starker Ghoul ist. Hauptsache, ihr stellt sicher, dass sie nicht wieder aufstehen. Ja klar, ich stifte Unruhe in toten Leuten, also Leute ohne Gehirn. Die lassen sich bestimmt auch beunruhigen. Die Logik manchmal in so Spielaussagen, musst du nicht drauf klarkommen. Steckst du nicht drin, wa? Jetzt habe ich mir hier irgendwas in diese komische Leiste gelegt. Krieg ich das nicht mehr raus. Ist das nicht dumm? Ich dachte, ich lege mir den Schild unten rein und dann kann ich hier schön blocken, aber nee, nicht da. Nicht wirklich, gell? Hast die Boss-Quests eigentlich mittlerweile? Warte. Welche? Na, du musst das die anderen Quests machen und dann kriegst du, wenn du zurückgehst, kriegst du wieder neue Boss-Quests. Na, ich könnte hier Grabräuber Zakashka jetzt töten. Genau den. Bei dem stehe ich hier nämlich gerade. Bei dem stehst du? Ach, guck mal, ich bin hinter dir. Guck dir mein geiles neues Schwert an! Oh. Ja, warte, guck. Deine Axt sehe ich nicht, wenn sie hinter deinem Schild ist. Warte. Nee, du musst einfach mal deine Axt schwingen. Na, siehst du die nicht auf deinem Rücken? Ach doch, ah. Okay. Die sieht aus wie so... Ach, Alter, ach so. Das ist ja geil. Alter, du bist... Dann schieß ich halt damit. Okay. Und das ist mein Schwert. Golden, mit Diamanten drin. Ich bin eine glückliche Frau. Dann passt das Schild perfekt zu der Axt. Und die Axt habe ich gekauft und das Schild habe ich gefunden. Nee. Na dann hauen wir den Typen hier mal Platte. Hua! Bam! Wuhu! Zeig dir mal meinen Schlitzer. Bam! Bam! Und nochmal. Ich finde das übelst geil. Hä, was macht denn der da oben? Hat der bei dir auch gerade in der Wand gebackt? Ja. Schwarzeisenbeinschutz. Kann ich nichts mit anfangen. Okay, der ist für mich kooperativ. Gut, okay. Hier kannst du noch Kerzen... Ja, du kannst dir die Kerzen anzünden. Und sogar auf Suchen drücken. Ich weiß zwar nicht genau, was die Kerzen bringen, aber du musst sie wahrscheinlich anzünden. Ja, die auf der Seite habe ich schon angezündet. Ruhekarte. Okay. Hier noch eine. Hier noch eine. So. Okay. Komm mit, ich weiß, wo die Quests zu Ende sind. Boah, sieht so elegant aus. Ach so, nee, das ist ja was anderes gewesen. Bäh. Ich soll Honiglampenblumen suchen. Wo soll ich denn die finden? Was soll ich mit den neuen Dings? Physische Abwehr. Okay, meine neuen Hosen sind besser als meine alten, das ist cool. So, was haben wir noch? Ach lol, ich habe zwei Diamantschwerter gefunden. Ich habe ein Einhand-Diamantschwert gefunden und ein Zweihand-Diamantschwert.
Das eine sieht genauso geil aus. Bloß ist das so ein rotes Schwert. Wo hast du... Aber weißt du was? Ich breche jetzt die ganzen blauen Quests ab. Ja, hab ich auch gemacht. Wie mache ich denn das? Du gehst auf J. Und da hast du unten die Option Quest abbrechen. Ganz einfach. Und wieder ein Drachensplitter gefunden. Cool. Ich weiß zwar noch nicht genau, was die alle bringen, aber ich habe schon eine ganze Ecke von den Dingern. Kann man ja nicht verkaufen? Sind die teuer? Hast du schon mal probiert? Drachensplitter verkaufen? Na, kannst ja einfach nur so gucken, musst ja nicht wirklich tatsächlich verkaufen. Wie? Ja, nicht. Hast du schon mal probiert, meine ich, wie viel die bringen? Nee. Nee, die hab ich auch noch nicht gefunden. Ja, ich weiß nicht genau, was wir als nächstes machen wollen hier. Erstmal muss ich hier irgendwie den... Oh! Kann ich mir denn hier einen neuen Registrierpunkt setzen? Einfach hingehen und nochmal sagen, ich möchte mich registrieren. Wo denn? Ich habe jetzt Unbesiegbarkeit. Als neuen Skill. Was soll ich das denn machen? Na, zu den Wegtypen. Einfach zu dem Typen mit dem... Na, der Typ mit dem Fragezeichen. Hier, da wo ich stehe. Oder bist, wo bist du denn? Hier, Transportmeister. Ja, der hat bei mir kein Fragezeichen geworden. Ja, bei mir auch nicht. Ich bin vom ersten ausgegangen. Zeig mal her, wie viel kriegs ich denn, wenn ich einen Itempreis 2, weil ich habe jetzt schon 3 Reihen voll. Was von dem Drachensplittern, ja. Wenn ich mir die gebe, ist er. Sag mal, setzen die mein Standardwert hoch oder bleiben die für immer? Na, das packst du auf verschiedene Rüstungen. Also doch auf Rüstung. So lange auf, na, schade eigentlich. Rüstung, Waffen, alles drum und dran. Und die steigern halt dann bestimmte Werte. Ich habe 2, die physischen Schaden verursachen. Ich heb mir die einfach mal auf und spar die bis zum allerletzten geht nicht mehr, keine Ahnung. Ich finde die cool. Ich bin halt auch am überlegen, ob ich mir die aufheben soll oder. Wenn sie irgendwann voll sind, dann kann ich immer noch verkaufen. Oder verwenden. Oh, okay. Ich habe hier Steven Disjolla gefunden. Disjolla. Der hat ganz viele Quests für uns. Meinst du den Typen an der Holzfällerhütte? Ja, genau, die habe ich alle schon angenommen. Da warte ich nur auf dich, dass wir die endlich machen können. Okay. Mir fällt auf, wir sind hier ganz schön oft Tote verbrennen. Das ist jetzt glaube ich schon das zweite oder dritte Mal. Ja, schon. Sind halt alle Satanisten hier, ne? Nee, du bist gar nicht hier, wo ich bin. Hä? Wo bist du denn? Töte die Geiseln. Nee, nicht in die... Die Zombies aus... Stopp! Halt, nicht in die Stadt reingehen. Da wollte ich schon nicht mit reingehen. Wir haben doch noch den einen Bossgegner zu machen. Welchen? Oh! Ah, ich werde angegriffen. Warte kurz. Na, warte. Wir müssen noch... Dulaldo Triller machen. Oder hast du den schon gekillt? Was? Dulando Triller müssen wir. Den haben wir doch vorhin schon gekillt.
Echt? Also ich hatte die Quest nicht mehr. Ja, den haben wir da vorhin schon mal gekillt. Ich muss... Hab ich ihn aber nochmal gekillt, aus Versehen. Oder was ist aus Versehen? Ja, ich hatte die Quest in dem Moment noch nicht, deswegen habe ich den noch nicht. Ach so. Ich muss natürlich auch so, wie ich es so noch... Wo ist der? Ja, geht auch recht easy zu... Geht recht easy zu killen. Huah! Alleine geschafft. Ja klar, geht allein, aber... Hab ich schon bekommen jetzt? Ah genau. Tötet Durando Driller. Gut, bin gleich da. Ich tue mir ganz schnell ein kleines Flugerlebnis zu du. Woo! Geh schon mal vor zur Stadt. Ihr habt Durando Driller getötet. Ich war einst selbst ein Abenteurer. Und wenn ich mir nach nicht das Knie verletzt hätte, wäre ich persönlich mit euch gekommen, um zu helfen. Was damals passiert ist, ach, ich wurde angeschossen. War bestimmt Wolke. Hm. Guck mal, was ich mit meinem neuen Bogen... Pff, oh, tut mir leid. So, ich komme runter zur Stadt. Bin auch gleich da. Schatz, ich komme. Ja. Wow, ouch. Alter. So, mir fehlen noch zwei Steine, dann habe ich zwei Reihen voll. Dann werde ich die Deals ab jetzt nochmal geben. So, na, dann geht's los. Komm, jetzt müssen wir ja alles killen und töten und... Woo! Hier gibt's übelst viel zu kämpfen, das ist so krass eigentlich. Whoa! Oh, daneben. Du rennst immer irgendwo in der Gegend rum, ich komm gar nicht zu dir. Weil du die Leute, du kannst die Leute direkt ansprengen, oder? Ja. Ja, das kann ich nicht, deswegen. Boah, springt ja durch meinen Kopfschuss durch. Ist aus. Ich geb dir mal ein einfaches Beschwörer-Symbol. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Also ein Quest habe ich schon erfüllt. Bei mir läuft hier gerade irgendein Countdown runter. Ja, das ist ja auch so ein Event wie das von vorhin. Ich würde sagen, wir lassen die Events erstmal, solange wir noch nicht raffen, was das genau bringt. Ja, also ich hab, muss jetzt Tote verbrennen. Also Zombies habe ich anscheinend. Ja, die musst du auch verbrennen. Keine Ahnung, ich kämpfe einfach gerade blindlings auf alles drauf los, was ich finde. Hier gibt's auch einen Bossgegner dann irgendwie am Ende. Na dann, verbrennen wir mal Tote. Leute, die sind schon alle verbrannt. Ah, hier hinten sind welche. Und hier auch. Aua. So. Müssen wir jetzt warten, bis die Feuer aus sind oder was? Ich hab's schon. Nee, ich hab's schon. Du hast zwei Dinge angemacht, das zählt für mich mit. Ja klar, hab ich dir gesagt. Hier ist noch eins. Aber ich hab das Quest schon gemacht. Also meins ist fertig. Ah nee, Quatsch, nee, das ist ein anderes. So, drittes. Ich guck mal an der Stelle, ob ich noch was finde. Du kannst jetzt so lange weiterkämpfen. Ich bin, glaube ich, eh ein Level höher als... Ja, ich bin eh ein Level höher als du. So. Kommt ruhig her. Genug für alle da. Genug Frau für alle. So. Was ist denn das hier?
komm mal her! Hier! Hier! Ich hab die handgeschützte Statue gefunden. Hast du die auch bekommen? Warte. Nee. Hier, komm her zu mir. Ah, die ist wieder da. Okay. Hier ist so ein Hügel, da kannst du draufklettern und da ist die handgeschützte Statue drin. Und ich war noch nie auf der Mauer, ist mir gerade aufgefallen. Lol, auf der Mauer. Ah, auf der Mauer sind Zombie. Ah, ist da. Auf welchem Hügel bist du jetzt? Na, du. Nee, nee, komm zu mir ans Tor, Eingangstor. Da wo wir rein sind, okay. Hier, guck hier, wo ich stehe. Hä? Innen. Guck doch mal auf die Minimap. Ja, ich komme mit dem Menü noch nicht so klar. Hier, da buddeln. So. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch irgendein Quest hier drinne. Ah, hier drinne sind auch Menschen. Ah, es ist sehr intelligent. In der Scheune zünde ich einfach mal ein Feuer an, wo Menschen drin liegen. Ja, warum auch nicht? Los, ich versuche jetzt mal hier so einen Schatten. Hier ist noch so ein Grabungsplatz. Ich glaube, das hätte man an mehreren Dingen finden können. Ich glaube, das war keine so gute Idee hier, Conne. Was hast du gemacht? Und so ein Vieh. Was ist denn bitte ein Schatteneisenwächter? Oh, das Ding da. Ich sehe es gerade. Ich komme. Okay, also bis jetzt hat er mir noch kein Leben abgezogen, aber. Ja, die haben nur übelst viel Leben, machen aber selbst keinen Schaden. Huah, und. Ich komm gar nicht zu euch. Wenn der Typ dich trifft, macht er doch ganz schön Schaden. Ich komm gar nicht zu euch hin. Oh, bleibt doch mal an dem Vieh stehen, bitte. Ich renne hier nur sinnlos hinterher. Ja, geht doch. Kannst du was mit illusionistischen Seidehandschuhe anfangen? Warte. Also sie werden besser als meine. Ich weiß aber nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ja, ja nicht schlecht. Dann gebe ich selber mal dir. Wolke hat Illusionisten Seidehandschuhe. Genau. Ich habe doch gar keine gehabt. Nee, doch, ich habe schon welche gehabt. Fällt mein Einschutz, glaube ich, was für dich. Ich habe mir auch gerade genommen. Hier haben wir Schwarzeisen Militärstiefel, das ist auch was für dich. Und einen puren Drachensplitter hast du mir gerade. Den wolltest du doch haben, oder? Hier, hast du ihn zurück. So. Feldeisen Militärstiefel, zeig mal her das Ding. Ja, du hast die. Hä, wieso hast du die? Wo hab ich die denn jetzt? Gib mir wieder! Warte. Pass auf, sammel erstmal alles ein und Hab ich doch. So, pass auf. Dann drückst du Escape, Rechtsklick. Warte ganz kurz, ich muss irgendwas wegschmeißen vorher. Option. So. Warte. Ich weiß nicht, kannst du das da vielleicht brauchen? Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, die machen gerade die anderen Blatt. Kannst du das da vielleicht? Das brauche ich nicht. Nee, weil das schwere Rüstung ist. Schwere Rüstung kann ich nichts anfangen. Ach so. Und ich hatte hier noch was. Ich weiß nicht, ob das hier hilft. Oh, Diamantrüstung. Sieht schon mal lecker aus. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Das ist cool. Ach, ich kann mir nichts so nehmen. Nee, die schwarz-weiß Militärstiefel, ich musste dafür was geben. Ja, na, da kannst du mir doch jetzt die Splitter geben. Oder den Splitter. Ah, genau. Dann gebe ich dir einfach mal diesen Splitter hier, keine Ahnung.
Keine Änderungsmöglichkeit, Abbruch. Muss doch mal machen, bitte kurz. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, deswegen. Okay. So. Gebe ich dir einfach mal einen blauen und einen grünen. So, genau. Die Feldbeinstiefel brauchst du mir nicht geben. Den Schutz. Okay. Gut, ja, mehr hab ich gerade gar nicht. Hattest du nicht gerade irgendwas anderes? Egal, passt schon. So, Patrouillenstiefel, aber die kann ich dir irgendwie nicht geben. Ich hab akzeptiert, jetzt bist du dran. Genau, super. B, C, jetzt tue ich mir die Stiefel ausrüsten. Dann tue ich mir... Wo ist denn der Diamantpanzer jetzt hin? Den Diamantpanzer ausrüsten? Hab hier noch einen Drachensplitter gefunden. Oh, okay. Und eine Hose hatte ich doch gerade noch. Keine Ahnung. Was sagst du zu meinem neuen Outfit? Jetzt komplett mit Diamanten eingehüllt. Ah, das ist nur verrottetes Treibholz. Oh, ich habe Gewürze erhalten. Okay, okay. Ich dachte... Ach nee! Jetzt raff ich das. Das ist andersrum. F6 heißt, dass du es dir nimmst. Und F8 heißt, dass man das der Gruppe gibt. So. So rum. Nee, Quatsch, warte, nee. Wenn ich drück jetzt F6. Dann behältst du es. Und mit F8 gibst es dein... Ja doch, ne, mit F8 gibst es den anderen. Ich drück die ganze Zeit F8 gerade und du kriegst es immer. Den Drachensplitter gerade habe ich dir geschenkt. So, ich habe hier keine Quests mehr. Hast du noch welche? Liebster Wolke? Nee, wenn, dann muss ich hier Koradiens Medizin holen. Nee, das ist woanders. Das ist auf einem Berg, da kann ich doch zeigen, ja, wo das ist. Na dann, lass gehen. Danke. Es ist besser so. Hier, nehmt das. Achso, ich habe keinen Inventarplatz. Ich und mein Inventarplatz, ey, das ist unmöglich eigentlich. Wenn man so wenig Platz im Moment. So. Es sieht so aus, als sei ihre Anzahl stark minimiert. Gut gemacht. Geschieht ihnen nur recht. Plünderer Gallica, der von Anführung der Ratten zu sein scheint, ist angekommen, nachdem wir ihre Zahl reduziert haben. Er ist als Gegner nicht zu unterschätzen, werdet ihr euch darum kümmern, Narymare? Selbstverständlich wird sich die Schwarznacht nicht vergessen, euch dafür zu belohnen. Natürlich. Ha! Ihr habt ihn rausgelockt. Habt ihr ihn gesehen? Orando Payon, der frühere Bürgermeister bei Payonstadt, ist aufgetaucht und mit ihm zusammen das Monster, das ihm zu dem gemacht hat, was er nun ist. Er war zu seinen Lebzeiten ein gerechter und guter Mann. Er verdient diesen untoten Leben und den Tod nicht. Er löst ihn von seinem furchtbaren Dasein. Okay. Ich muss jetzt den Bürgermeister killen. Gut gemacht. Ihr werdet den Ruf eines Himmelshammer-Leutnants gerecht. Nun, ihr habt eine Neuigkeit für euch. Das Apuria-Volk ist nicht die Fähigkeit, Zombies zu erschaffen. Die Sacks müssen dahinter stecken. Ihr erinnert euch nicht, wer sie sind, was? Ein grausames Volk, das Zwietracht sät, wo es nur kann. Man kann keinen von ihnen trauen, vergesst das nie. Nun gut, jetzt da ihr die Zombie-Front in Pandion beseitigt habt, solltet ihr Erschaffer der Sachs-Alchemisten aufgetaucht sein. Beseitigt alle von ihnen, die ihr aufspüren könnt. Na klar. Jetzt haben wir sie. Die Drahtzieher hinter den ganzen Schlamassel sind aufgetaucht. Habt ihr sie gesehen? Naja. Ich habe schon einmal gegen Irkre, Matudit und die Anführer der Sachs-Alchemisten gekämpft. Aber damals ist er mir entkommen. Diesmal wird es nicht dazu kommen. Denn ihr werdet ihn erledigen.
Ihr seid schon so weit gekommen, diese Sackhalle liegt ja auch noch.